Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. In der letzten Folge hatten wir hier die Multiplikation und jetzt haben wir hier die Division. Und ihr seht, die ist einfach nochmal länger. Wir brauchen insgesamt 28 von unseren 32 Speicherzellen. Also wir kommen schon sehr, sehr dicht am maximalen Limit. Daher habe ich auch quasi so ein großes RAM geplant, damit wir möglichst viele Rechnungen machen können. Die Multiplikation hatte hier eine Länge von 23 Codezeilen, könnte man sagen. Und hier sind das Ganze 28, das heißt nochmal 5 Zeilen mehr. Und das ist im Grunde alleine an der Überprüfung geschuldet, ob die beiden Zahlen, die wir eingeben, negativ sind. Das machen nämlich hier diese ersten 12 Zeilen Code aus. Und danach haben wir im Grunde das allgemeine System wie vorher. Vorher hatten wir es ja so, wir hatten unser Ergebnis, wir hatten unsere erste Zahl und unsere zweite Zahl. Da haben wir dann auf unser Ergebnis haben wir die erste Zahl drauf addiert und die zweite Zahl um 1 reduziert. Und das haben wir so lange gemacht, bis die zweite Zahl halt negativ war. Dann haben wir es ausgegeben. Hier ist es ein bisschen, ja, man könnte sagen, ein bisschen anders. Und zwar ist es bei uns so, dass wir die erste Zahl laden, die zweite Zahl davon abziehen und dafür unser Ergebnis um 1 erhöhen. Und das machen wir dann immer so weiter. Also beispielsweise jetzt bei, keine Ahnung, 9 geteilt durch 3. Da rechnen wir als allererstes 9 minus 3, da kommt 6 raus und dann erhöhen wir unser Ergebnis um 1. Dann haben wir 6 minus 3, da kommt 3 raus, dann erhöhen wir unser Ergebnis wieder um 1, also auf 2. Da haben wir 3 minus 3, das ist 0. Wir erhöhen unser Ergebnis auf 3. Und 0 minus 3 ist natürlich minus 3. Dort haben wir dann hier unser NES. Wir springen raus und die 3 wird ausgegeben. Und bei 9 geteilt durch 3 macht das natürlich Sinn. Die Sache ist die, wir können damit nur gerade Zahlen berechnen. Nicht gerade Zahlen, sondern ganze Zahlen. Solche Zahlen wie 5,7 oder so, also irgendeine Kommazahl, funktioniert dann eben nicht, weil wir eben nur mit ganzen Zahlen arbeiten. Genau, wir gehen einfach mal durch den ganzen Code durch und ich erkläre ein bisschen was dabei. Erste Zeile Code oder nullte Zeile Code, LDA 27. 27 wie beim letzten Mal, ist im Grunde genauso aufgebaut. 27 ist bei uns einfach nur 0. Das heißt, die 0 wird geladen. Wir subtrahieren die 29, das ist hier die erste Zahl. Falls die negativ war, springen wir einfach zur nächsten Überprüfung hier in Zeile 5. Wenn sie allerdings positiv war, dann speichern wir das ab. Das heißt, wenn wir jetzt minus 6, minus 3 hätten, dann würden wir dann 6 abspeichern. Und dann springen wir zu 9. Da haben wir wieder die 27, subtrahieren die 28. Also hier haben wir 28, das rechnen, dann rechnen wir 0 minus 1. Und Moment, da, SUB 28, das heißt, wir subtrahieren 28 und speichern 28. Das heißt, wir haben jetzt minus 1 in der 28 drin. Und dann springen wir zu 5 und dann machen wir eben die, wir überprüfen weiter, also wir haben ja hier quasi unsere Überprüfung schon gemacht. Wir haben jetzt die 28 zu minus 28 gemacht und dann kommt die zweite Überprüfung, nämlich wir laden wieder 0, wir subtrahieren 30, also unsere zweite Zahl. Wenn diese Zahl diesmal positiv war, dann springen wir gleich weiter zu Zeile 13, da geht es dann mit der Schleife los. Wenn das aber nicht der Fall war, wenn die Zahl wieder negativ ist, dann speichern wir das wieder ab. Beispielsweise bei minus 3 speichern wir jetzt 3 ab. Und dann kommt die Überprüfung nochmal. Also wir laden die 27, subtrahieren 28. Also rechnen wir jetzt 0 minus minus 1. Da kommt natürlich 1 raus. Dann springen wir nochmal zur 5. Das ist jetzt ein bisschen unnötig. Aber wir machen das einfach, weil das so ganz gut funktioniert. Da muss man das nicht mehrmals ausführen. Wir hätten sowieso nicht genug Platz dafür. Daher, ja. Ist das dann eben so? Wir überprüfen das nochmal. Wir laden die 27, subtrahieren 30. Dieses Mal wird es auf jeden Fall negativ sein.
und wir springen zur Zeile 13. Dort beginnt dann die Schleife, wir laden die 29, subtrahieren 30, also im Grunde genau das, was ich gesagt habe, die erste Zahl nehmen wir ziehen die zweite Zahl ab. Dann schauen wir nach, ob das negativ war. Bei dem Fall jetzt 6 minus 3 war es natürlich nicht negativ, also wir springen da nicht raus. Wir speichern die 29 wieder ab. Wir laden die 31 und addieren die 28. Die kann jetzt entweder 1 oder minus 1 sein. Das heißt, je nachdem, ob wir jetzt, keine Ahnung, minus 6 geteilt durch 3 gerechnet haben oder 6 geteilt durch 3, das ändert dann natürlich hier unseren Wert bei 28. Das heißt, entweder zählen wir dann hoch oder eben runter. Dann addieren wir hier die 28 drauf und speichern sie ab und springen wieder zurück zur 13. Dann haben wir hier 3 minus 3, das ist 0, das ist noch nicht negativ, wir speichern es wieder ab. Wir laden wieder unser Ergebnis, was in dem Fall 1 war. Wir addieren wieder 1, wir speichern es ab. Wir springen zur 13. Wir laden wieder die 0 diesmal. Wir ziehen 3 ab, es war negativ. Das heißt, hier kommt der NES zum Feuern quasi. Wir gehen zur Zeile 21, wir laden 31, wir geben es aus und stoppen. Genau. Und wenn wir beispielsweise minus 6 haben, dann ist dieser Wert hier bei 28 minus 1, weil wenn wir hier minus 6 haben, dann haben wir hier keinen Sprung. Wir speichern das ab, das heißt, jetzt haben wir 6 und 3. Wir springen zur 9 und dort wird das dann natürlich negiert, also wir haben dann minus 1 gespeichert. Wir springen zur 5, wir subtrahieren es. Hier ist es aber jetzt 0 minus 3 gerechnet worden, das heißt, wir springen einfach zur 13. Und dementsprechend haben wir dann minus 1 in der Rechnung und minus 6 geteilt durch 3 ist natürlich minus 2. Das heißt, da müssen wir dann quasi runterzählen. Und genauso funktioniert das. Ja, das ist der Code. Zeile 31 wird dann natürlich unsere Ausgabe sein. 29, 30 sind unsere Eingaben. 27, 28 brauchen wir einfach, damit wir eben Sachen verrechnen können. Genau. Und das war es eigentlich mit der Erklärung. Wir gehen jetzt rüber zum 8-Bit-Computer und ich gebe das dann einfach mal ein. So, ich habe gerade den ganzen Computercode eingegeben und jetzt können wir Zahlen eingeben. Genau. Und für den ersten Durchlauf würde ich ganz einfach Zahlen nehmen. Also hier haben wir die 6. Die speichern wir hier einmal ab und in der Zelle danach, also in der Zelle 30, speichern wir eine 3 ab. Und damit würde ich euch erstmal die grundlegende Rechenleistung zeigen, die dieser Computer hier vollführen kann. Und dann haben wir hier die einzelnen Befehle. Ich werde da jetzt am Anfang vor allem ein bisschen schneller durchgehen, weil die im Grunde gar nichts machen. Wir laden hier die 27. Das ist unsere 0. Dann subtrahieren wir hier unsere 29, das ist unsere erste Zahl, nämlich die 6. Da sollte jetzt minus 6 rauskommen. Dann haben wir hier unseren Negativsprung zur Zeile 5. Und es war negativ, also wir haben minus 6 ausgerechnet. Daher springen wir jetzt zur Zeile 5. Dort haben wir dann wieder 27 wird geladen. Es ist 0. Ihr seht, hier hat sich es zurückgesetzt. Dann haben wir den nächsten Befehl. Es wird die zweite Zahl subtrahiert, also die 3. Und da kommt minus 3 raus. Jetzt haben wir wieder unser NES und der springt zur Zeile 13. In Zeile 13 haben wir dann, dass unsere erste Zahl geladen wird, also unsere 29, und die ist in dem Fall die 6. Dann subtrahieren wir quasi die 30. Zeile, das ist die 3, und da sollte eine 3 rauskommen. Dann schauen wir hier nach, ob die Zahl negativ war. Sie war nicht negativ, sie war 3, aber sonst wären wir zur Zeile 21 gesprungen.
Daher passiert hier nichts. Dann haben wir hier unsere Zahl wird gespeichert, unsere 29. Das heißt, wir haben jetzt hier eine 3 anstatt einer 6. Dann wird jetzt hier unsere 31 geladen, die ist gerade eine 0. Und jetzt wird hier die 28 hinzuaddiert, das ist unsere 1. Und das sollte, genau, abgespeichert werden mit diesem 1-Bit, den wir hier haben, auf der 28. So, dann haben wir hier unseren Sprung auf Zeile 13. Damit gehen wir jetzt zum zweiten Mal durch den Loop. Dort haben wir dann unsere 29 soll geladen werden. Das ist jetzt unsere 3. Dann soll subtrahiert werden, nämlich die 30. Das ist eine 3. Und jetzt müsste eine 0 rauskommen. Wir haben jetzt hier unser NES wieder zu 21, aber die Zahl war 0, sie war nicht negativ. Daher passiert hier wieder nichts. Dann haben wir hier, unsere 29 wird gespeichert, in dem Fall eine 0. Dann laden wir unsere 31, das ist unsere 1. Und wir addieren die 28, nämlich noch eine 1. Da kommt jetzt natürlich 2 raus. Und das speichern wir wieder auf der Zeile 31 ab. Damit gehen wir jetzt wieder zurück zur Zeile 13, meine ich. Dort starten wir wieder. Wir laden die 29, in dem Fall eine 0. Und wir subtrahieren die 30, also eine 3. Diesmal haben wir aber eine negative Zahl raus, die minus 3. Jetzt haben wir hier unser NES von 21. Und diesmal passiert auch wirklich was. Wir haben nämlich minus 3 ausgerechnet. Also springen wir zur Zahl 21. Dort steht drin, die 30 soll geladen werden. Das heißt, die 30 wird, 31 wird ausgegeben. So rum. Dann haben wir unsere 000, was quasi unser Output ist. Das haben wir da. Und dann haben wir unser Clockstop und unser Computer stoppt quasi. Das heißt, wir haben jetzt 6 geteilt durch 3 gerechnet und da kommt 2 raus. Es funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt würde ich ganz gerne auch eine Zahl mit negativen Rechnungen machen. Natürlich wie immer zuerst unseren Programmzähler, unseren Programmzähler einmal zurücksetzen. Dann gehen wir zur Zeile 31, da wurde nämlich gerade unser Ergebnis gespeichert. Wir wollen dort aber eine 0 haben, deshalb speichern wir eine 0 ab. Dann unsere 29, da würde ich jetzt mal eine 8 reinpacken. So, und einmal abspeichern. Und bei unserer 30 gerne eine 4. Und das sollte eine 4 sein. Unser D0 steht quasi für eine minus 128, dann minus 64, minus 32, minus 16, minus 8, minus 4. Genau, dann gehen wir mal zu der Zeile, immer schön nachgucken, dass es auch wirklich passiert. Und dann speichern wir das einmal ab. Und um sicher zu gehen, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig war, speichern wir nochmal bei unserer 28 eine 1 ab. So, einfach nochmal zurücksetzen. Kann ja nicht schaden. Und das bleibt jetzt erstmal so. Ich habe halt einfach keinen Knopf, um das zurückzusetzen, aber wird jetzt auch nicht nötig sein. So, und da haben wir wieder unseren ersten Programmcode. Dann wieder 27 wird geladen. Es war eben eine 0. Dann subtrahieren wir die erste Zahl, das ist unsere 8, da kommt minus 8 raus, also da wird jetzt unser NES zur Zeile 5 anschlagen und wir
gelangen in Zeile 5. Dort laden wir dann unsere 27 wieder, also unsere 0. Und wir subtrahieren die zweite Zahl, welche in dem Fall eine minus 4 war. Das heißt, da kommt jetzt eine 4 raus. Und das stimmt hier, S4 leuchtet, das heißt, da haben wir eine 4 rausbekommen. Und dann wird geguckt, war die Rechnung negativ? Nein, sie war nicht negativ, deshalb passiert hier nichts. Dann speichern wir das ab auf der Zeile 30. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier die 27 laden und unsere 28 invertieren, weil wir rechnen ja gerade 8 geteilt durch minus 4, da kommt minus 2 raus. Das heißt, wir brauchen jetzt quasi einen negativen Zähler. Ja, wir subtrahieren jetzt die 28, das ist 1, da kommt minus 1 raus. So, die 28 wird abgespeichert und da sind jetzt im Grunde alle an, denn das steht für die minus 1. So, dann haben wir hier unseren Sprung zu 5. Da passiert nichts. Doch, da passiert was. Wir sind zu 5 gesprungen. Aber ansonsten passiert nichts weiter. Dann laden wir wieder unsere 27. Jetzt kommt die Überprüfung nochmal, weil ich das eben halt so aufgebaut habe. Die 30 wird subtrahiert. In dem Fall eine 4. Kommt minus 4 raus. Und unser NS schlägt jetzt an und wir springen zur Zeile 13. Dort laden wir dann zum ersten Mal die erste Zahl, das ist die 8. Subtrahieren die zweite Zahl, nämlich die 4. Da kommt 4 raus. Und dann das ist unser NES. Wir springen nicht, das ist unser NES. Wir würden zu 21 springen, machen wir aber nicht. So, und dann speichern wir das wieder ab auf unserer 29, nämlich die 4, die wir ausgerechnet haben. Jetzt kommt unser Laden, das ist nämlich unser Ergebnis. Und dort addieren wir dann unsere 28 drauf, das ist genau der Befehl hier. Das ist unsere minus 1, also wir rechnen jetzt 0 plus minus 1, also einfach 0 minus 1. Da kommt minus 1 raus. Und das speichern wir dann einfach wieder ab. Ihr seht, hier leuchtet alles. Dann haben wir unseren Sprung, genau, zur Zeile 13. Und dann haben wir wieder unsere 29 wird geladen, diesmal eine 4. Unsere zweite Zahl wird subtrahiert, nämlich auch die 4. Da kommt jetzt 0 raus. Ihr seht hier im Ergebnis steht nirgendwo eine Zahl drin. Dann haben wir hier unser NES zu 21, aber es war 0, daher passiert nichts. Dann speichern wir es wieder ab. Und dann laden wir unsere 31, die ist minus 1. Und wir addieren dann die 28, die ist auch minus 1. Und da kommt minus 2 jetzt raus. Ja, jetzt speichern wir das. Und wenn ihr genau hinschaut, ihr seht, D7 ist aus. Das heißt, wir haben jetzt quasi minus 1 hatten wir vorher, plus 1, das heißt, minus 1. Ach, keine Ahnung, es ist eine minus 2, so rum. Und die speichern wir jetzt auf der 31 ab. Und wir springen wieder zur Zeile 13. Dort laden wir die erste Zahl wieder, das ist unsere 0. Dann subtrahieren wir die zweite Zahl, das ist unsere 4.
Diesmal kommt eine negative Zahl raus, die minus 4. Und daher passiert hier auch was bei unserem NES 21. Und zwar springen wir zur Zeile 21. Wir laden die 31, was unsere minus 2 ist. Und dann kommt unsere Ausgabe, genau hier. Es wird abgespeichert. Und dann haben wir unser Clock Stop, was unseren Computer beendet. So, und dann haben wir hier unser Ergebnis. Minus 128 plus 64 macht minus 64, minus 32, minus 16, minus 8, minus 4 und minus 2. Genau. Damit hätten wir es. Wir haben jetzt mit positiven und negativen Zahlen gerechnet. Das heißt, es funktioniert auf jeden Fall. Und das ist dann eben unser Befehl, Code hier drüben. Ich aktualisiere das, lade es wieder hoch. Ja, ich lade die Datei hoch. Auf Google Drive schicke euch natürlich den Link, damit ihr es auch benutzen könnt. Das war's dann mit der Folge. Ich habe soweit noch eine weitere Rechenart geplant, nämlich Modulo. Aber ansonsten war's das eigentlich auch mit dem 8-Bit-Computer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!